So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze zusammen mit Paul Meister. Hallo! Wie ihr seht, haben wir bereits den Level 1.3 Wrackwanderung abgeschlossen. Das liegt daran, dass unser Aufnahmeprogramm eben einen Bug hatte, der dazu geführt hat, dass die Aufnahme direkt nach Beginn gestoppt wurde. Und die Ursache dafür war, dass wir das Aufnahmeprogramm auf dem sekundären Bildschirm offen hatten und nicht auf dem primären Bildschirm. Und deswegen dachte das Aufnahmeprogramm so, ja, ich muss die Aufzeichnung direkt nach Start der Aufzeichnung beenden. Das geht gar nicht. Das einfach auf dem Primärbildschirm machen, das kann nicht sein. Das ist echt unverschämt, oder? Ja. Aber jetzt haben wir das Aufzeichnungsprogramm auf den Primärbildschirm gelegt und die Kommentaraufnahme auf den Sekundärbildschirm. Die hatte zum Glück kein Problem mit dem Sekundärbildschirm, die Audioaufnahme. Und deswegen müssen wir jetzt leider Level 1.3 nochmal machen, obwohl wir es schon geschafft haben. So 100%. Ja. Wir spielen jetzt einfach nochmal kurz durch und zeigen nochmal die ganzen Puzzleteile. Die kennen wir jetzt bereits schon. Ich habe jetzt hier übrigens auch, übrigens bin ich jetzt Spieler 2, weil das Faire ist, wenn wir immer abwechseln, wer Spieler 2 ist. Weil der Spieler 2 ziemlich im Vorteil ist meistens. So, also das erste Secret haben wir hier unten. Da müssen wir diesen Kollegen hier mitnehmen und einmal dagegen werfen. So, dann kommen wir hier nämlich in den Bonusraum. Und ich versuche den jetzt mal kurz zu schaffen. Wenn ich ihn nicht schaffe, dann ist auch egal, aber vielleicht schaffe ich ihn, ja. Ach man. So. Ey! Okay. Ja, das könnte in der Tat knapp werden. Ich muss mir fast zu zweit machen. Oh Mann. Alter, der ist auch richtig behäbig, ey. Boah, das ist aber echt gut. So. Ich hab's. Okay. Das war jetzt also das erste. Ich bin gerade am Ende des letzten Parts gestorben, von daher bin ich erstmal nicht dabei. Ja. Genau. So. Dann, wo war denn das nächste? Mit Crank kann ich übrigens hier einen hohen Sprung machen und auf den Stacheln abspringen. Aber ich glaube, das haben wir schon im letzten Part oder vorletzten Part rausgefunden. Ich befreie mich erstmal nicht. Warum? Weil sonst die Kamera bei dem. Okay. Bei dem einen Dings ja nicht mitgeht. Ja. Achso, jetzt muss ich dich befreien, ne? Na, das ist natürlich doof. Ja, dann. Geh mal weg, Alter. Ich muss halt einfach aufsteigen. Ich kill erstmal den Freaking da oben. Ja, und zwar haben wir nämlich hier rechts ein Secret, aber ich kann es mal kurz vormachen. Die Kamera zeigt mir nicht, wo ich bin. Und ja, dadurch bin ich im letzten Part bereits gestorben und deswegen wollte ich jetzt mal auf Paul Meister aufsteigen, damit er das hier machen kann. Gleich. Genau so gut. Ja, weil jetzt switcht die Kamera nämlich. Ja, wie bin ich da eigentlich gestorben? Ach, habe ich da nicht gedrückt? Alter. Oh, und Paul Meister stirbt gleich. Das kann doch nicht sein, Alter. Ja, danke. So dumm, ey. Paul Meister hat mich umgebracht. Das ist natürlich nicht so schön. Also da war das Puzzleteil, das haben wir bereits eingesammelt. Jetzt kriegen wir das andere ja auch nicht, ne? Ach komm, das kann doch nicht sein, ey. Ja. Ja, okay. Kann ich wissen, auf jeden Fall. Okay, ja, jetzt stecke ich mal wieder ab hier. So, okay, da unten war das erste. Wie viel gibt es insgesamt? 7? Ja. Ja. Wir haben jetzt 2 gezeigt. Ja. Boah. Wenn ich es nicht schaffe. So. Also, das nächste Puzzleteil haben wir nämlich, glaube ich, dort oben. Ich
Und zwar hier. Hier zieht. Hallo? Hier. Da haben wir es. Das ist jetzt das dritte, ne? Mhm. Genau. Das ist ein eindeutiger Cranky-Level. Ja. Aus dem Grund haben wir auch Cranky ausgewählt. Oh, achso. Da kann man auch noch zurückgehen, okay. So. Weißt du noch, wo das nächste Position ist? Jetzt überlegen, ich glaube schon. Ja, da oben glaube ich, oder? Nee, da war nur eine große. Da war nur eine große Bananenstaude. Mhm. Das wäre für dich gewesen, egal. Ah ja. Und zwar hier, genau. Da muss man den Gegner gegenwerfen und dann fällt da dieses Bullteil raus. So. Oh, Alter. So, hier müssen wir uns ducken. Habe ich zwar gemacht, aber es interessiert das Spiel ja nicht. Toll. Weil Cranky nein, oh Mann. Gefühlte Ewigkeit braucht, um mal das zu machen, dass ich eingehe hier auf meine Wii-Familie. Mann, wenn er einfach nicht das was macht, was ich in meine Wii-Familie eingebe, ey. Warte mal, ich will mal schnell was. Jetzt will ich nicht hier runterstampfen, diese scheiß Schnecken. Oh, das ist mein Herz. Boah! So, da oben haben wir, glaube ich, das nächste. Da war nichts, ne? Hier oben. Nee. Und zwar hier. Tada! So, hier war nix. So, hier links haben wir wieder einen Bonusraum. Kann ich auch wieder versuchen zu schaffen. Mal gucken. Oh. Schafft man eigentlich easy. Ja, eigentlich, aber... Ja, da kriegt man auf jeden Fall auch einen Puzzleteil. Ja. Also stellt euch einfach vor, dass ich es gerade geschafft habe und dann wisst ihr, wie es im letzten Part war. So. Hier wieder ducken. Reicht zum Glück auch. Manchmal ist es ja so, da duckt man sich und es reicht dann einfach nicht. So, hier wieder 10. Okay. Genau. Ja, wann hat's jetzt alle? Na, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal schon. Also, nee, ja, nee, alle noch nicht. Nee, aber stimmt, nicht also, hier haben wir den normalen Ausgang. Aber hier oben gibt's noch erstens ein Puzzleteil. Und zweitens gibt's dort den Secret Exit. Hier gibt's übrigens ein cooles Easter Egg. Du, mit der. Was war das für eine Musik? Ich glaube die... Oh. Nee, ich weiß es jetzt gerade nicht. Titelmusik von irgendeinem Donkey Kong Spiel. So. Hier ist das Portal. Und da geht's zum Secret Exit. Bam. Bananenmünze. Cool. Ja. Okay. Dann schaffen wir sogar noch ein Level in dem Part jetzt. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt alle Puzzleteile gezeigt haben, aber... Müssen wir eigentlich, oder? Boah, schneit es schon wieder? Ja. Na sowas. Ja, heute schneit es bei uns hier viel. In Berlin. Okay, jetzt kommt Level 1.4 Wipfelwirrwarr. Ist schon wieder tot? Kann nicht sein, ey. Paulmeister ist schon wieder tot. Ja, ist doch sehr entspannt, oder? Brauchst nichts machen. Ja, okay, ich stehe auch wieder. Obwohl das eigentlich voll komisch ist, weil warum kauft man sich so ein Spiel, damit man spielen kann? Und dann denkt man sich so, oh, zum Glück muss ich nicht spielen. Na okay, aber Pornmeister hätte sich's ja nicht gekauft, ne? Ja. Oh, kein Penny für ausgegeben. No.
So, neues Level. Hier wissen wir noch nichts. Also ich weiß es zumindest jetzt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr drin erinnern. So, da unten ist ein, ja. Dann musst du einfach wortlos reingehen, ne? Nicht irgendwie kommentieren oder so. Gibt's nicht. Gott, was ist denn das? Ach so, da ist in der Mitte so ein Hindernis. Na toll. Ja. Ach komm, Alter. Oh. Ja, das ist ein doofes Extra irgendwie. Mann, Alter, wie ist sie ewig? Ich brauch dieses Scheißfass, ey. Toll. Haben wir nicht geschafft. Okay. Halb so wild. Wir haben hier noch ganz viele Versuche. Oh, das kann man hier biegen. Warum kann ich da jetzt... Mann, ey. Bäm. Boah. Okay. Hier gibt's nichts, ne? Und schon wieder eine neue Musik. Das ist sehr cool. Oh nein. Oh, ein Lorenlevel. Nice. Wer macht die Steuerung? Ich. Niemand. Geht von selber. Oh, sogar außerhalb der Schienen. Das ist ja nice. Oh, wie soll man da... Okay, abspringen, ja. Okay, über Flugzeuge. Oh, ne. Ja, jetzt verpasse ich hier wahrscheinlich gerade total viel. Hä? Ah, ducken. Da ist es. Oh. Boah. Okay. Oh, und 3D. Hilfe. Oh. Das ist sehr cool. So. Okay. Schön. Tja, die Gegner stehen da ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Also zu unseren Gunsten, aber... Oh! Hä? Okay, Lora hat zwei Herzen. Interessant. Okay, das ist wieder aufgefüllt. Okay. Oh, da unten werden... Ja, kann man nicht wissen. Hä? Ich hab doch... Mann! Was? Okay. Was passiert hier? Nein! Okay. Boah. Das ist unsanfte Landung. Boah. Ja, okay. So, ein merkwürdiger Sprung. So, hier war der Checkpoint. Ich kann auch das eine Stäbchen nochmal einsammeln, oder? Hä? Wieso haben wir schon wieder Schaden genommen? Ich hab mich geduckt. Ich bin auch geduckt eigentlich. Ja, du bist irgendwie so rausgekommen kurz, kann das sein? Ah, fuck. Ja, da denkt man doch nicht dran, Alter. Mann, ich... Kannst du gleich vergessen, ey. Ja, okay, mach ich. Gelöscht. Wie kommt man denn... noch? Ja! Komm, ey. Kann es sein, dass bei Donkey Kong noch keinen, bei Donkey Kong Country Returns noch keinen Unterschied gemacht habe, ob man lang oder kurz drückt? Oder keinen so großen Unterschied zumindest? Ja, wahrscheinlich. So. Mann, kürzer kann ich nicht springen, Alter. Ich springt immer drüber. Dabei drücke ich nur einmal ganz kurz. Hm. So. Warum drehen sich die Dinger überhaupt noch? Das sieht so aus, als wäre es schon seit 3 Jahren abgestürzt, ey. Tja. So, geh. Nein. Oh, okay. So, was ist das nächste? So, hier geht's wieder runter. Coole Zwischensequenz. So.
glaube hier irgendwo, ja genau. Ah, wir hätten es tuppen müssen. Klar. Boah. So, gibt's hier noch was? Links? Nee. Wie viel haben wir denn? 2 von 5. 2 von 5, Alter. Geil. Okay. Oh, ein Leben, das ist schön. Ja. Aber alle Buchstaben. Und 2 von 5. Okay, dann suchen wir jetzt kurz die restlichen Puzzleteile. Ja, das so. Ja, das ist im Prinzip hier. Okay. Willst du mal machen? Kann ich machen. Das ist echt ziemlich lange, das Fass, ne? Ich kann ein bisschen mithelfen. Ja. Bam. Wir haben es gemeinsam geschafft. Ja, würde ich mal sagen. Cool. Dann fehlen jetzt noch 2. Weil ziemlich direkt jetzt, wo man so springen musste. Ja. Okay. Oh! Ach komm, Alter. Ja, okay. Bescheuerte Stelle, Alter. Och Mann, Alter, willst du es mal versuchen, ey? Ja, kann ich machen. Alter. Ja, das ist kacke, ne? An der Stelle. Ah, jetzt habe ich nicht mehr. Ach komm. Vielleicht, wenn du. Kann man im Wasser kann man doch normalerweise schwimmen, oder? Ja, lol, das haben die sich zunutze gemacht. Oh Gott, ey. Tatsächlich, da ist es. Wenn man denkt, man stirbt da, aber in Wirklichkeit stirbt man ja in dem Spiel ja nicht mehr. Hallo, Kamera? Ja, richtig verarsche Kamera, Alter. Die zeigt mich so und dann einfach so, wupp, weg. Der ist jetzt unwichtig. So. Okay, fehlt jetzt nur noch ein Puzzleteil. Hurra. So. Mann. Hey, wie soll es denn gehen, Alter, wenn man da so rüberspringt, wenn man da dem nur auf die Mütze hoppt, ey. Warum bist du nicht gesprungen? Ah, Mann. Ich verstehe gar nicht, was ich anders machen soll. Jetzt, Alter. Ja, wir haben's. Nice. So, geschafft. Bananenstaude. Und jetzt haben wir alles. Sogar nochmal die Kongo-Staben. 5 von 5. Nice. Okay, und zwar wollte ich jetzt nochmal sagen, wir haben im ersten Part ja uns darüber gewundert, dass die Insel gar nicht verschneit ist. Wo wir gerade sind. Und das liegt daran, dass wir auf einer anderen Insel sind. Wir sind jetzt nämlich ganz weit weg. Mehrere Inseln entfernt. Und wir müssen uns jetzt den Weg zurückkämpfen zur Donkey Kong Insel. Wir hatten ja gedacht im ersten Part, dass wir immer noch auf der Donkey Kong Insel sind. Es sieht übrigens so aus, als würde es hier einen Secret Exit geben. Ja. Aber darum kümmern wir uns später. Denn ich habe jetzt keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Okay, dann geht's im nächsten Part weiter mit 1A. Hopp, hopp, hurra. Mensch, das reimt sich ja. Mensch, das reimt sich ja auch noch dazu, ne? 1A, hopp, hopp, hurra. Mensch, das reimt sich ja. Okay. Hey, rechts habe ich gedrückt, Mann. Hallo? Aufwachen. Danke. So, jetzt sind wir da. 1A, hopp, hopp, hurra. Damit geht's weiter im nächsten Part. Also, bis im nächsten Part und tschüss. Tschüssi.